Hallo Leute, Trey hier und ich sehe diese Frage oft. Deshalb werden wir darüber reden, wie die ihren Autofokus mit einem Drehknopf am Mopart aktiviert. Elektrische Batterienlieferung verwenden, damit es überhaupt nicht sehr schwer ist. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie es geht. Also werfen wir zuerst unseren Kreisel hier hinein und natürlich können Sie sehen, dass er tiefer gehen muss. Jetzt werfen unsere Wasser hier hinein und Sie sehen, er muss viel tiefer gehen. Das ist nicht sehr eben, aber tun Sie es nicht. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Also sind wir in die Maschine umgezogen. Jetzt weiß, dass es von hier aus keine tolle Aussicht ist, wie Sie sehen können. Wir haben immer noch den Passer, der List irgendwie verloren geht. Aber was wir tun werden ist, dass wir gehen, um vorzufahren und unser Bad manuell abzudenken, drücken wir in diesem Menü auf zu den und beginnen dann mit dem Abdenken. Ich zeige Ihnen hier in einer Minute einen kurzen Tick. Nehmen Sie die Zeit und nehmen Sie diese eine Sekunde Zeit. Ich habe Ihnen gesagt, dass es darum kam, eine Sekunde. Ich habe keine Witze gemacht. Es dauerte immer noch eine Sekunde. Also, ist hier die niedrigste Einstellung, die unsere Maschine uns im Moment erlauben wird. Was passiert ist, dass die Maschine nur eine Distanz von 300 Gleisen kennt und denkt, dass dies die Niedrigste ist ein Teil davon, ist, dass die Maschine funktioniert, aber sie ist hoch an dieser Stelle werden. Wir also ins Menü gehen und tatsächlich den Autofokus aktivieren. Ich zeige Ihnen. Das ist hier der Autofokus starten werde. Aber achten Sie darauf, was ich tue, wenn die Maschine anfängt, nach oben zu fahren. Wir werden den Autofokus-Sensor treffen, der die Batterieachsen dort auf Null stellt, wo sie sich gerade befinden. Das bedeutet, dass wir danach weitere 300 Abwärtsbewegungen vor uns haben. Passen Sie also auf. Sehen Sie, dies ist die Batterieautomatik an. Ich denke, es konzentriert sich hier, was uns mehr Wege nach unten gibt. Also gehen wir zurück ins Menü. Zu ist es anfangen, nach unten zu gehen. Da Sie sehen, dass wir immer noch Verkehr haben. Wenn Sie die Maschine aus und wieder einschalten, messen Sie die X- und Y-Achse nicht erneut auf die Ausgangsposition bringen. Das Problem dabei ist, dass Sie die Rotationsachse meistens bereits angeschlossen haben und Ihre Y-Achse verlieren. Achse also müssen Sie dann manuell versuchen. Ihre Y-Achsen-Komponenten
an diesem Punkt anzuschalten. Wir haben viel Spielraum. Ich werde verfahren und ihn hier unten anbringen. Eigentlich bin ich für dieses Menü viel zu weit gegangen. Aber wir machen weiter, um wieder nach oben zu gehen. Und wir werden es hier heimbekommen. Läuft langsam, aber es behagt seine Zeit. Also haben wir jetzt, wie Sie sehen können, viel Platz. Wir werden unser manuelles Fokus-Tool nehmen und wir werden es tun. Schauen Sie einfach hier nach Süden. Ist es nicht nah genug daran? Also gehen wir weiter nach oben. Und jetzt sind wir etwas weiter. Gehen wieder nach unten. Perfekt. So dass die genau so manuell auf ein Autofokus, Bad fokussieren können. Ein Mompart. Axis was und der Mompart Rotary so einfach wie möglich.